Man glaubt es kaum. Ich habe endlich die letzte Akte für den nächsten Fall bekommen. Das heißt, ich kann nun mit Fall 20 starten. Und wir fahren dahin. Blub. 20. Ein tödliches Spiel. Samuel King kommt. Wir haben gerade ein Paket erhalten, das an mich adressiert ist. Oho. Soll ich es öffnen? Ob ich gehört habe. Jemand hat mir uns ein Geschenk geschickt. Eigentlich an mich, aber okay, Jones. Okay, mach es auf. Achso, nee, ist doch an uns. Police Station allgemein. Oh, yeah. Ein Finger. Das muss doch gestunken haben, oder? Weil das ist kein Eis, das ist Styropor. Das muss man doch irgendwie gerochen haben. Na gut. Aber da ist noch ein Zettel mit dabei. Den habe ich jetzt nicht entziffern können, aber... Okay, der Finger muss jetzt erstmal zu Nathan. Der soll sich darum kümmern. Und da ist auch eine Nachricht im Paket. Wie ich vorher gemeint gesagt habe. Sie finden weitere Teile meines Opfers im Obdachlosenlager an der Brücke. Okay. Das heißt, wir müssen da mal hin. Ja, wir haben einen neuen Fall. Gut, auf dahin. Ich mag keine abgetrennten Gliedmaße. Die sind so... Na gut, Analyse. Aber interessant, ich muss jetzt nicht mal erst das Opfer suchen, sondern kann gleich hier so loslegen. Also mit der Analyse. Bin übrigens schon Level 67 jetzt geworden. Also das geht schön dahin. So, was müssen wir hier suchen? Wahrscheinlich ein weiteres Teil eines... Ein abgetrennter Finger. Ist es das hier? Ja. Übrigens kennen wir diesen ganzen Schuppen hier mit dem Auto. Also wir waren hier ja schon mal. Natürlich hat sich da ein bisschen was verändert. Also ein Hotdog. Eine Holzkiste. Flasche. Ein Netz. Das hängt hier immer noch. Das ist schön. Genau, die Holzkiste. Wie sieht die aus? Da könnte man mal reingucken. Wenn schon so ein tolles Schloss dran ist. Und ein Erdhügel. Oh, das ist auch ein... Etwas, wo ich wahrscheinlich freischaufeln muss. Okay, gut. Abgeschlossen. Ein zweiter Finger, Oleg. Den... Oh ja, der Finger, der hat zu dieser Kiste gezeigt. Deswegen. Aha. Interessant. Okay. Wir müssen sie öffnen. Und dieser Haufen Erde. Das müssen wir auch näher angucken. Leider habe ich dafür jetzt noch nicht die genügend Sterne. Wie immer halt, ne? Also den zweiten Finger muss ich nicht nochmal untersuchen. Vielleicht gehört er ja jemand anders. Oder wie? Naja, sehen wir ja dann. Gut, wir spielen das Ganze nochmal, um wenigstens vielleicht einen weiteren Stern zu erhalten. Ja, voll perfekt. Hundenapf, war der nicht hier irgendwo mal? Doch, da oben. So, dann spielen wir noch einmal. Karte. Teller, Aktentasche, Netz, Rucksack, Kundenab, ein Stethoskop. Ein Rucksack. Der sieht wie aus? Ah, hier, okay, und hier ist ein Stethoskop. Was das in einem Obdachlosenlager zu verloren hat. Ich glaube nicht, dass da jemand die Lunge abhören will. Na gut, bei den ganzen Raucher. Lungen und Alkohol. Trunkenheit da drin. Vielleicht spielen die auch einfach nur Doktorspielchen. Und Runden ab.
Somit haben wir den ersten Stern. Und wir... Was machen wir zuerst? Die Kiste oder den Haufen Erde? Hä? Ja, da werden wir bestimmt nur ein anderes Teil noch finden. Machen wir die Kiste auf. Also ein anderes Teil von einem Körper vielleicht. Oh, wahrscheinlich finde ich in der Kiste ein Körperteil. Bäh. Gut, dann in 6, nein, 0, 5, nein, auch nicht. Auch nicht. Hey, die Kiste ist offen. Noch ein Brief und ein Schlüssel, okay. Auf dem Blatt steht nichts. Ah, wahrscheinlich mit Kohleschrift, hä? Oder mit Zitronensäure drauf oder irgendwie so vielleicht, dass da ein bisschen was versteckt ist. Ah, ich habe doch keine Sterne mehr. Nun gut, also das heißt dann nur abwarten. So, 3 Sterne gesammelt und wir können gucken, was auf diesem Papier jetzt draufsteht. Wir kodisieren dies hier. Well done. You find my... Also ich habe jetzt diesen Zettel gefunden, ein anderes Stück des Puzzles wartet auf mich. 278 Kennedy Road. Da müssen wir jetzt wohl hin. Genau, das habe ich gerade übersetzt. Genau, da müssen wir hin. Und ein Schlüssel, ja, eben ist ja dabei. Der öffnet es. Wir haben also einen neuen Tatort. Perfekt. Bling. So, untersuchen wir noch den Laubhaufen. Wir wollen diese Münzen hier. Ein Jeansknopf. Hm, müssen wir jetzt untersuchen auf DNA. Untersuchen wir doch gleich mal. Mir auch noch nicht passiert, dass ich wohin geklickt habe, wo ich schon mal war. Gut, okay. Ja, das schicken wir doch gleich zum Alex. Dann bleibt eben dieser Finger jetzt noch und dann stark. Der ist sogar schneller fertig wie das Anfangsstück, das ich gefunden habe. Beeindruckend. Ach ja, und wir haben einen neuen Tatort. Es war keine Sterne mehr und wir haben einen Tipprausch gerade. Das heißt, wir haben kriegen mehr Punkte für unsere Leistungen hier. Der Schlüssel öffnet die Tür. Oleg. Okay, und was ist mit diesem Ort geschehen? Wir werden es gleich sehen. Toll. Folterkammer. Ich muss finden. Cool, eine Geige. Ein Finger im Glas. Schon wieder sowas. Toll. Nummer 3. Das ist eklig. Warum spiele ich das überhaupt? Stiefel. Ein Halsband mit Leine. Oleg. Besser? Fetischist. Die Sonnenbrille. Ein Schild. Legend of Zelda wieder hier. Ein bisschen mit Bombe und so. Und der Stiefel natürlich. Der ist... wo? Ach, hier. Ja. Ja, wir schicken ihn auch zur Analyse ins Labor. Und auf die Leine müsste ich mal gucken. Habe aber leider keinen... Der dauert wieder 6 Stunden. Habe leider keinen Stern mehr dafür. Das heißt, ich muss wieder ein bisschen sammeln. Juhu, der Finger ist fertig. Dadum. Ja, wir bekommen echt seltsame Geschenke per Post.
Es ist Opfer noch am Leben, als der Finger abgeschnitten worden ist. Es war kein angenehmer Tod, falls es, also er jetzt tot ist. Oh, und er hat Kaviar unter dem Nagel gefunden. Das heißt, war das Teil der Folter? Der Mörder muss den Finger als Kaviarlöffel benutzt haben. Ja, das stimmt. Also Jones nicht mehr fragen. Also, der Mörder isst Kaviar. Warum? Weil er es kann? Weil er es kann, blödste Antwort ever. So, da. Die DNA des Knopfes. Ja, was ist damit? Ah, er gehört einen Lenny Adams. Er war mal 3 Jahre hinter Gittern, also im Gefängnis. Wegen Folter und Freiheitsberaubung, okay. Könnte gut sein, dass er der Täter ist. Ja, sollte man mal mit dem unterhalten. Wenn wir wieder Sterne haben.